zusammen. Ich bin die Sandra. Ich bin die Marina. Und ich bin der Sebastian. Und ja, wir stehen hier in Nesselwang an der Alpspitzbahn. Und was machen wir gleich, Marina? Wir gehen gleich zur Sommerrodelbahn. Um den Tag actionreich zu starten. Wir schauen, was es hier so alles zu erleben gibt. Und den Abend beschließen wir mit einer Sonnenuntergangstour und hoffen natürlich, dass ihr mit uns dabei bleibt und den Tag in Nesselwang mit uns erlebt. Wart ihr schon mal mit eurer Familie in den Alpen? Und wenn ja, was habt ihr dort gemacht? Schreibt es doch einfach gerne mal in die Kommentare. Genau, hier gibt es nämlich ganz viel zu erleben und wir möchten euch einfach mitnehmen. Und jetzt geht's erstmal auf zur Sommerrodelbahn. Das ist übrigens die längste Sommerrodelbahn im Allgäu und macht auf dem 1 Kilometer Fahrt unglaublich viel Spaß. In den 12 Kurven gibt es sogar 2 kleine Sprünge, wenn ihr richtig Gas gibt, und einen Tunnel, und die Geschwindigkeit wird auch gemessen. Ihr könnt einzeln oder zu zweit fahren, sodass auch kleinere Kinder ab 3 Jahren voll auf ihre Kosten kommen. So, jetzt sind wir wieder da. Der erste Schock, die erste Adrenalin-Dusche haben wir hinter uns. Alle wach. Ja, war super, oder? Ja, richtig cool. Ja. Nur beim Sessel hatte ich am Anfang richtig ein bisschen Schiss, aber dann ging es eigentlich. Ja. Aber die Kurven waren richtig cool und es hat richtig viel Spaß gemacht. Können wir einen ganzen Tag machen, gell? Ja. Ja. Aber wir gehen jetzt eben, um ein bisschen runterzukommen und uns auf den Abend vorzubereiten, gehen wir einen Wasserfall anschauen. Genau, nach der Action jetzt auf zum Wasserfall. Genau. So, wir sind jetzt hier am Wasserfallweg angekommen. Die Wasserfälle fangen da oben an, werdet ihr gleich sehen. Hund ist schon auf dem Weg. Und das Thema Wasser ist ja hier so richtig groß, haben wir gehört. Und wahrscheinlich, wenn das Wetter passt, werden wir so die ein oder anderen Wassertropfen an einem der Seen, die hier so in der Gegend sind, dann begutachten. Oder Marina, schwimmen, am Wasser liegen, ist so deins. Baden gehen. Ja, am liebsten habe ich ja mehr, aber ich finde es auch sehr, sehr schön hier. Ja, gestern war es ein bisschen regnerisch, als wir ankamen. Da war es noch ein bisschen dunkler, das Wasser, aber jetzt ist es eben so ein richtig schöner Wasserfall. Und jetzt gehen wir dann da hier die Stufen hoch und mal schauen, ob das der Hund packt. Wasserfallwegs gemacht. Wunderschöner Weg, auch perfekt für Kinder. Weiß ich nicht, magst du sagen, ganz viele kleine Wege verschlungen, ganz viele Wurzeln. Man kann zum Wasser, man kann auch mal ein bisschen kraxeln, also quasi in der Schwierigkeit variieren. Und jetzt sind wir quasi vor der Entscheidung, gehen wir zur Burgruine oder gehen wir die letzten Meter des Wasserfallwegs und dann kehren wir in die Alm ein. Wir haben uns für die Burgruine entschieden, so spät ist es noch nicht. Und ja, dann gehen wir jetzt lang. Und wenn Marina eben die 1,50 ist, was wir heute Morgen hatten, dann gehen wir hier Richtung Alpspitzkick und lassen uns runterseilen. Aber jetzt heute geht es eben über die Burg nach Hause. Genau, Kulturprogramm, gell? Ja, und das war alles deswegen. Hier gibt es auch so viele kleine Wege und die Wurzeln und ja. Angekommen im Explorer Hotel und wir sehen uns heute Abend bei der Gipfelwanderung wieder. So, jetzt auf dem Weg Richtung Alpspitze und wir freuen uns auf den Sonnenuntergang. Die Sonne spielt noch mit und ich hoffe, ihr seid dabei. Oder wir hoffen, ihr seid dabei. Ja, wir freuen uns. Pause nach etwa 150 Höhenmeter. Ja. Haben wir jetzt 25 Minuten gebraucht mit 2 Kindern. Ja, und
eine halbe Stunde hätten wir unterwegs sein sollen. Das heißt, wir sind schon 5 Minuten reingegangen, also die Schilder sind ganz gut soweit. Hier ist so ein Scheideweg, da kommt von da hinten ein Wasserfall und eben hier ein Wasserfall und da geht so eine schöne Treppe hier weiter. Die roten Bänkchen findet man überall, also auch für Leute, die sich sagen, hui, so eine Bergtour ist doch was Anstrengendes, gibt es immer wieder Rastmöglichkeiten mit einem schönen Panorama, mit einem schönen Ambiente. Ambiente ist das richtige Wort dafür. Genau, was vielleicht noch zu sagen ist, durch die Treppen macht man recht schnell Höhenmeter. Viele Treppen haben auch ein Geländer zum Festhalten und eigentlich ja, also alle. Man fast alle. Ja. Und man kann das gut auch viel Zeit einplanen und dann ganz gemächlich viel Brotzeit machen unterwegs. Also die Schilder sind nur eine Orientierung, die auch mit Kind gut machbar sind, aber wer länger sich Zeit nehmen mag und das Ambiente genießt, darf das gerne tun. Alpspitzkick und wenn ich 1,50 Meter groß bin, dann fahre ich das hier, dann geht es da runter, um die Kurve und ins Tal runter. Wir haben den gröbsten Anstieg geschafft. Das waren etwa 550 Höhenmeter. Wir sind aus dem Wald raus und es hat sich uns dieses wunderbare Panorama eröffnet. Ganz da hinten am See, gerade hoch, ein Stück nach links, seht ihr das berüchtigte und berühmte Schloss Neuschwanstein. Ihr kennt es von Disney, dieses schöne Schloss, das ist ja nachempfunden. Und also es ist echt einfach ein traumhafter Blick. Und gleich sind wir bei der Alpspitze. Marina, was ist dein Lieblings-Disney-Film? Oh, ich habe viele Lieblings-Disney-Filme, aber einer meiner Lieblings-Disney-Filme ist Aladdin. Meine auch! Nur deswegen ist er mein Liebling. Oh. Ja, wir haben unseren privaten Spot gefunden hier oben am Gipfel. Wie ihr sehen könnt, es ist bilderbuchhaft, wunderschön. Es ist traumhaft, es ist wirklich wunderschön. Ja. Hat sich jede Stufe gelohnt, oder? Jede einzelne. Hat man sich gedacht, ein Schritt mehr zum Sonnenuntergang. Ja, also es war absolut den Anstieg wert und es ist einfach nur wunderschön, wie sich die Sonne im See spiegelt und da jetzt ganz... Ja, bilderbuchhaft, also böse Zungen würden sagen, kitschig, hinter den Bergen untergeht und wunderbar. Und ja, wir hoffen, unser Tag hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns irgendwo mal irgendwie, dann könnt ihr uns ausquetschen oder ihr kommt selber her und erlebt euren eigenen Tag. Selber erleben ist dann doch immer noch ein Ticken besser. Ja. Unbedingt die Sonnenuntergangstour mit einplanen. Servus. Ciao. Servus, Erdnuss.